Ach du grüne Neune, was schafft sich da wieder ein Konvoi an Blech durch die kleine Gasse hier im beschaulichen Bad König-Kurörtsche. Ah Mann. Völlig aufpassen, die gucken in der Regel nie in den Rückspiegel, wenn die irgendwo stehen und das Auto abstellen und die Tür aufmachen. Deswegen immer darauf achten. Eieiei, der Mummenschanz, er nimmt wieder monströse Ausmaße an. Vorhin ein kleiner Bub gesehen, der scheinbar von der Schule gekommen ist oder was, hier mit Ranse. Völlig allein ist er rumgelaufen, mit Maske auf. Und da frage ich mich wirklich, ey, muss das denn sein? Also nichts gegen die Maske jetzt mal so, ne? Ich sehe das ein, geschlossene Räume, mit anderen Leuten irgendwie nah zusammenstehen. Alles Kacke. Mag alles seine Berechtigung haben, aber dieses Kinder, das Ding schon so, also diese Kinder, das, diese Angst, diese Panik, ja, schon irgendwie so einzubläuen, ist, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, ob das für die zukünftige Entwicklung von so einem Menschen jetzt ideal ist. Ich glaube, da hat man so ein bisschen Maß und Mitte verloren mittlerweile, ja. Genauso wie die Panik mache, der ganze Tag da in den Medien. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja nur noch Downfall, Weltuntergang und das war es jetzt und zweite Welle und Kanzlerin, was hat sie gesagt? Wenn jetzt nichts passiert, weil wir nicht aufpassen, dann haben wir am Tag, was weiß ich, 20.000 Neuinfektionen. Irgendwie sowas hat sie da rausgeblökt. Ich meine, wo nimmt dann die das her? Ja. Also da werden Schätzungen hergenommen. So Worst-Case-Schätzungen, die werden dann als gegeben quasi rausposaunt. Und natürlich glauben das die Leute. Aber was soll das sonst machen? Ich meine, dafür sind ja Politiker da eigentlich. Ja, und gewahr dieser Verantwortung, dass eben die Leute es glauben. Sollten Politiker, wenn sie nicht irgendwie schräg unterwegs sind, sondern wenn sie wahrhaftig und ehrlich sind und das Beste wollen, sehr vorsichtig abwägen, was sie da so erzähle. Und vor allen Dingen, wie sie das erzähle. Du kannst ja schlechte Nachrichten kannst du ja auf verschiedene Art und Weise überbringen. Ne? Es kommt immer auf den Tonfall an, auf die Art und Weise, auf den Zeitpunkt und so weiter. Ja, und das, was ich da sehe, ist im Prinzip ständig irgendwie darauf so gemünzt, dass es maximal schlecht quasi ankommt oder als brutal schlimmes Ding irgendwie. Also keine Ahnung, wie ich das nennen soll. So ganz komische Art und Weise, die da machen. Finde ich nicht gut. Natürlich sollte sie nichts beschönigen. Leute, es ist ja auch nicht gut, ne? Weil dann fangen die ja Leute ja wieder an, komplett irgendwie durchzudrehen und dann kann es schon vorkommen, dass du so eine Verbreitung natürlich begünstigst. Sicherlich ist das eine Frage, wie soll man es jetzt machen?
soll man da jetzt voll die Panik rausnehmen und soll sagen, ah Leute, wisst ihr, so schlimm ist das alles gar nicht. Oder soll man da halt jetzt voll auf, so wie sie es ja schon seit Monaten betreiben, da voll auf die Kacke hauen. Naja, ich weiß nicht. Und das ist ja angeblich jetzt erst der Anfang der zweiten Welle. Wobei sie die zweite Welle, die ja so viel schlimmer sein soll, wie die erste schon vor Monaten herbeigequatscht haben. Das ist zwar nicht passiert, aber herbeigequatscht haben sie die jedenfalls. Versucht herbeizuquatschen. Da war die erste Welle noch gar nicht richtig da. Naja, gut. Ich weiß nicht, was das soll. Ich finde es. Die Art und Weise der Kommunikation, das ist das, was ich anprangere hier. Nicht, weil ich sage, ich bin Covidiot. Das Ding gibt's gar nicht und auch lass gut sein, sondern hier die Art und Weise. Ja, der hat schon lang an. Ja, ich bin ein bisschen underdressed, glaube ich, im T-Shirt. Und mit meiner Dreiviertels-Rathose, die weit weg von irgendwelchem Thermo ist. Ja. Wir haben heute 15 Grad jetzt ungefähr. 15 Grad plus, logischerweise. Ja. Natürlich habe ich daheim gehockt und überlegt, hey, jetzt hast du die neue Rathose da, jetzt könntest du sie eigentlich mal anziehen, ausprobieren. Aber dann 15 Grad für eine Thermowinterhose, dachte ich mir, ist vielleicht ein bisschen jetzt nett, dass ich mich da drin wahrscheinlich nicht kaputt geschwitzt habe, aber ich finde es einfach so allgemein vielleicht ein bisschen too much für mich. Also jetzt schon die lange Winterhose rauszuholen. Also ich fahre jetzt noch voll im Sommer, quasi in meinem Sommer Outfit. Das hört sich auch irgendwie nach irgendwie Fashion an, aber ist es nicht. So, wie sieht's aus? Alright. Ja, ja. So gesehen, aber wie gesagt, was heißt wie gesagt? Ich hab's ja nicht gesagt. Ich hab's gestern geschrieben in dem einen Fahrradblog oder wo das war. Da haben die Leute auch sich gestritten fast schon, ja, also völlig bescheuert sich gestritten, ob jetzt schon Zeit wäre, Winterklamotten anzuziehen oder ob ihr noch kurz fahrt und hin und her. Und da habe ich halt nur geschrieben, Leute, das ist sowas von uninteressant, weil Kälte empfinden, Wärme empfinden, ist eine völlig individuelle Sache. Das kannst du, Frauen sind anders wie Männer, wenn du vielleicht irgendwie in deiner Konstitution am Tag X nicht so fit bist, kann es sein, dass du vielleicht eher frierst, wo du normalerweise kein Problem damit hättest, bei 10 Grad kurz zu fahren und so weiter. Alter spielt eine Rolle, körperliche Verfassung, Gewicht, Fettanteil oder so war es, der ganze Kram halt. Ja. Bis hin zum Blutdruck wahrscheinlich. Und von daher ist es dermaßen blödsinnig, irgendwie das da als pauschal gängige, ja, ist genau, wenn es da, welche Farbe ist besser, rot oder grün, also das ist, einfach nicht, ja, der Rede wert, sagen wir mal so, also unterschiedlich und individuell ist. Ja. Kein Gegenwind und schon kann man mal 30 km/h fahren und kann immer noch einigermaßen flüssig dabei quatschen. Tja, aber so ist es selten. Das hat man nicht oft. Ja. Ja.
Gut. Der kennt mich wahrscheinlich gar nicht. Aber ich kenne ihn. Ja, von früher noch. An manche Leute erinnert man sich und an manche Leute erinnert man sich nicht. Ganz unterschiedlich. Puh. Holla die Waldfee. Gut. Mann. Ja, ich dachte mir heute irgendwie, musste eine. Na, gestern habe ich mir schon gedacht. Habe mir mal Wetterbericht angeguckt und habe gesehen, dass heute wohl doch einigermaßen eine freilaufende Hunde wieder. Sehr, sehr gut. Oh Mann. Ja, ich weiß, dass mein Licht brennt. Es ist gewollt. Ja. Ja. Ja, die nette Oma hat gerade gesagt, dein Licht brennt. Ich weiß, es soll's, ja. Die sind es halt auch nicht gewohnt, ne, dass man tagsüber sozusagen bei Tageslicht mit Licht rumfährt. Oh, und hat sich dann gedacht, ich habe es aus Versehen angelassen oder aus Versehen eingeschaltet. Nein, ist ja gewollt, ne, echt. Ich habe es nur nicht zu schnell, ich habe es nicht schnell genug gerafft. Sonst hätte ich geantwortet. Ich habe es aber nicht im ersten Moment verstanden. Mein Hirn hat kurz gebraucht. Bis das die Info verarbeitet hat. Oder das Gehörte umgesetzt hat, sozusagen in der Binärcode für mein Digital Hirn. Jedenfalls, was wollte ich denn sagen? Ja, ich habe das Wetter gecheckt gestern und es war so, die eine App sagt so, ja, es regnet, die andere App sagt, nee, nix, ganz Tag Sonnenschein. Jetzt haben wir so ein Ding dazwischen und bei mir gilt ja, solange es nicht regnet, kann man gut Radfahren. Ja, also gibt es eigentlich keine Probleme oder keinen Grund, nicht Rad zu fahren, außer man hat halt irgendwas anderes Wichtiges zu tun oder man fühlt sich nicht oder was. Ja. Aber solange das jetzt trocken ist, haben wir da jetzt eigentlich kein Problem mit. Ja, und dann dachte ich mir, naja gut, jetzt guckst du mal den Verlauf der Woche an. Und der ist ja doch eher wieder für Regen so. Also ab morgen wohl kann es wieder, kann. Also immer kann. Nie wird, immer kann. Wetter ist aber zu komplex, dass man da irgendwie was sagen kann. Das sind alles so Optionen. Ja. Also die Option deutet in die Richtung, dass es morgen wahrscheinlich doch eher regnerisch wird. Kann aber auch genauso sein, dass neues Wetter so ist wie heute oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Sonne rauskommt. Ist ja Mittwoch oder was? Soll sie ja mal kurz wieder so Richtung 20 Grad winken oder Donnerstag? Gut, keine Ahnung, ich laber hier wieder irgendwas. Die Information könnt ihr sowieso nicht gescheit gebrauchen, weil bis ich das Video hochlade, sind ja wieder ein paar Tage rum. Also das, was ich jetzt quatsche, ist ja schon gewesen. Genauso wie das morgen. So, von daher ist es eigentlich Jacke wie Hose, aber ich kann das ja nicht immer berücksichtigen, Kommentar, sondern ich muss ja das quatschen, was ich gerade eben sehe. Ja. Alles andere hat ja keinen Sinn. Ja.
gestern Pizza-Video. Also Leute, wenn ihr gucken wollt, ich habe eine Playlist. Geht mal auf meinen Kanal. Da ist eine Playlist oder das sind mehrere Playlists. Einmal die Let's Ride, wo ihr diese Videos hier seht, was ihr jetzt gerade seht. Und dann hat Pizza Review, Trash Talk und so weiter. Das war jetzt das 6. Pizza Review Video. Also quasi seit 6 Wochen mache ich das Ding jetzt. Ja, es ist auch wie erwartet kein Game Changer, dass jetzt hier irgendwie viele neue Abonnenten reinkämen. Gar nicht. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Bin mittlerweile da ziemlich realistisch geworden, ja. Also das mit der YouTube-Karriere ist eigentlich abgehakt. Wo will er denn hin? Na, wo will er denn hin? Auf die Straße oder auf die B45 oder was? Oder auf die Dingsbumsstraße, wie heißt das da? Umgehungsstraße, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Keine Ahnung, da diese neue. Keine Ahnung. Egal. Jedenfalls. Nee, das habe ich mir irgendwie schon abgehakt mittlerweile. Ich mache jetzt. Wie lange bin ich jetzt auf YouTube unterwegs? Also aktiv mit Videos, relativ regelmäßig. Seit 5 Jahren oder. Weiß gar nicht. Oder 6 Jahren? Weiß es ehrlich gesagt gar nicht. So in dem Dreh. Weiß nicht, wie viel Uploads ich da schon habe, wie viele Videos ich da hochgeladen habe, wie viele Stunden an Content, wie viele 100 Stunden an Content oder wie viel ist, keine Ahnung. Und trotzdem gammel ich da bei 2100 Abos rum. Und ja, die Klickzahlen sind, also ich kann froh sein, wenn ich 300 Klicks auf ein Video kriege, also auf ein normales. Ohne jetzt Clickbait zu machen oder so. Das ist schon halt wenig. Aber jeder YouTuber macht es so, dass er andere Kanäle als Referenz herannimmt. Das ist einfach normal, weil du ja willst ja verstehen, woran du liegst. Hat das jetzt nur was mit dem Algorithmus zu tun oder wie oder was für eine ausschlaggebende Kriterien sind denn da, ob ein Kanal explodiert sozusagen, also positiv abgeht oder ob er halt ewig in seinem Dümpel irgendwo rummacht, ja, so wie bei mir jetzt. Und ich habe natürlich auch meine Hausaufgaben so ein bisschen gemacht und habe mal geguckt. Gutes Beispiel, weil ich es halt aktuell doch viele Videos guck, ist halt hier Mirko auf Achse, Truck TV Amerika, ja, der aus Berlin stämmige, sympathische Mann, der da in Kanada Truck fährt, ja, und auch nicht nur in Kanada, auch USA und so. Ja, jedenfalls, wieder so viel gebabbelt, um einfach nur auf ein kleines Konsens zu kommen. Der Konsens ist, der hatte diese Probleme auch. Was heißt Probleme? Also diese Phase, sagen wir mal so, das ist neutraler. Die Phase. Die Phase auch gehabt, dass er, weiß ich nicht, wie viele Videos der Ober hat, hunderte, also 100 Stück oder so vielleicht. Och, ich weiß nicht mehr. Und hat da auch rumgejammert, oh, der Kanal, der entwickelt sich nicht, die Zuschauerzahlen, es kommen keine Abonnenten dazu, Klickzahlen sind so niedrig und ist doch Müll, ist doch scheiße und macht doch keinen Spaß so und vielleicht höre ich wieder auf oder so irgendwie, so zumindest hat es so mitgeschwungen, also ich kenne das und der kennt es auch und irgendwann ging es dann halt los. So quasi eher so aus dem Unerwarteten heraus. Doch, der Opa fährt auch einer mit dem Rennrad auf der Straße. Ja, verstehe ich ja. Naja, da fährt auch einer. Jedenfalls kennt er die
Der Mirko auf Achse kennt diese Phase auch. Und dann ging es halt irgendwann richtig los. Die Abonnenten gingen durch die Decke, die Zahlen bei Livestreams, 600, 700 Zuschauer, bum, bum, bum. Werbeeinnahmen gingen hoch natürlich und auch die Spenden seiner Zuschauer, die blendet er ja immer zum Schluss ein, die gingen auch hoch. Patreon, PayPal, auch bei Livestreams, so diese Livestream-Donations und so. Ja, und warum ist das so? Ja, weil er empfohlen worden ist. Er ist von einem großen Kanal, oder was mal groß, keine Ahnung wie groß das ist, aber von einem größeren Kanal, der schon länger auf YouTube Reichweite hat, ist der halt empfohlen worden. Sein Kanal ist empfohlen worden. Der hat es wohl irgendwie geguckt und fand es gut. Ist auch irgendwie ein Trucker. Macht auch so eine Truck-Videos. Und hat gesagt, er ist richtig gut, hat es im Video erwähnt. Ja, dann geht's los. Ne? Dann bist du gepusht. Und der Rest ist dann Selbstläufer eigentlich, mehr oder weniger. Ja, dann geht der Kanal halt richtig ab. Das ist also, na gut, aber das ist nicht nur der Grund. Nicht nur, weil dich einer erpusht. Der Kanal muss auch gut sein. Ne? Aber der Content muss interessant sein. Die Person muss interessant sein. Im Idealfall, kein so ein Anti-Held wie ich jetzt, sondern jemand so, ich sag's jetzt mal despektierlich, Schwiegermutters Liebling, sag jetzt, blöd ausgedrückt, ich weiß schon, aber halt nette, der halt wenig so, also jetzt nicht so wie ich jetzt hier die ganze Zeit irgendwie negative Vibes raushaut und Fäkalsprache, Gossensprache verwendet, ja, sondern einer, der halt gechillter ist. Die Leute wollen ja normalerweise eher doch so gechillte Videos gucken, wo sie entspannen können, wo sich dran ein bisschen aufbauen können vielleicht. Und dann bei mir dann halt kriegst du halt, wenn du zu gut drauf bist, kannst du es gucken. Ja. Aber ich denke mal, die meisten Leute sind nicht zu gut drauf. Die meisten Leute wollen gut drauf kommen. Das wird wohl so eher der Grund sein. Oh, Gegenwind-Fetischismus hier. Oh Mann. Kokorokok. Auch ein Laut meiner Kindheit. Kokorokok. Und höllische Panik vom Hahn, der richtig aggressiv war. Der ist am dauernd hinein nach so. Und er wollte einem schnappen und so. Und als Kind, ey, hat Schiss vor dem Hahn gehabt. Irgendwann landet er mal eine Suppe oder so. Kopf ab und fort. Da war er einfach nicht mehr ertragbar. So, war nicht mehr so systemkonform. Haben sie ihm den Kopf abgehackt. Im Hackebeil. Wurde mir erzählt. Oh, da kommt ein Zug. Da kommt der Zug. Naja, okay, Zug. Was halt so Zug genannt wird heutzutage. So eine Art SUV auf Schiene. Naja. Uncool. Der Zug der Hoffnung. Er reißt uns alle mit. Ja. Wie gesagt, sowas will man, also so, es ist kein Zug für mich, es ist ein Schienen, wie soll man sagen, ein Schienentransportmittel, ein Bus auf Schiene. So irgendwie. Ich glaube, wenn die hier mal auf die glorreiche Idee kommen würden, einen Mülleimer hinzutun, dann würde hier auch nicht mehr so ganz so viel Dreck rumfliegen, obwohl das wissen wir nicht. So. Na gut. Gut, haben wir alles? Jupp. Helm auf dem Kopf, Brille im Gesicht. Auf der Nase viel besser. Eher gesagt. Okay. Gut. Tja, so kurze Pause gemacht, vor mich hinsiniert. Rumgeplappert. Nee, also jetzt nochmal damit wir ja das Thema irgendwann mal abschließen können,
um nochmal auf das Thema zurückzukommen hier, OC, Odenwald Cyclist, Videokanal, YouTube, schon so lange im Geschäft, sage ich mal in Anführungszeichen, und trotzdem wenig Abonnenten, wenig Klickzahlen. Und dann im Vergleich halt so Mirko auf Achse. Ich könnte jetzt auch andere Kanäle nennen, aber ich muss mich auf einen Kanal jetzt mal festfahren, um das vergleichen zu können. Was hat denn der Mirko, was ich nicht habe? Ja, einiges. Da ist zum Beispiel die Szenerie, ja, also die Landschaft Kanada, USA, Grand Canyon. Na gut, Grand Canyon weniger, aber so Rocky Mountains war er letztens so. Also eben solche wunderschönen Ecken. Und ich fahre halt mit dem Fahrrad immer dieselbe. Also Fahrrad ist ja auch nochmal so ein Thema. Für die wenigsten ist Fahrradfahren irgendwie ein Traumberuf. Schöne Katze. Sehr schöne Katze. Ja, das ist das, was ich gemeint habe vorhin. Du brauchst ja, um auf YouTube erfolgreich zu sein als Kanal, im Prinzip drei Dinge. Drei essentielle Sachen sind eigentlich wichtig. Also immer für die Art der Videos, ja. Also jetzt nicht verallgemeinert, aber so für die Art jetzt hier, dass man irgendwo rumfährt, zeigt was, labert rum. Brauchst drei Dinge. Die müssen stimmen. Eine ist das, was. Also was wird gezeigt. Das Setting und so weiter. Ja, die Landschaft kommt als zweites dran. Ne? Also erstmal das, was wird gezeigt. So, was wird gezeigt? Also in dem Fall halt Truck fahren. Laden, entladen, Ladungssicherung und so weiter. Dann das Setting. Wo fährt der rum? Er fährt halt darum, besser kann es halt nicht gehen, im Grunde genommen, Kanada, USA. Also da hast du quasi ein Setting umsonst, also als gegeben ist das, wo du sonst eigentlich nicht, ja, wo, also da leckst du die Finger danach halt, ne? Da ist das Fernweh bei den Leuten, sofort wird getriggert. Truckfahren ist auch nochmal so ein Trigger, finden die meisten Leute toll. Die meisten haben als Kind schon so Spielzeugtruck gehabt. Und findet es halt irgendwie so eine Art Traumberuf auch ist, ne? Weil es diese große Freiheit ist. Und wenn es dann auch in den USA ist, in Kanada, ist das Gefühl der Freiheit natürlich noch größer. Also sind da schon mal zwei große Punkte, ganz wichtige Punkte erfüllt. Und der dritte Punkt meines Erachtens nach ist dann noch der Typ selbst oder die Frau, ganz egal, also jetzt mal genderneutral gesprochen. Also die Person, die die Videos präsentiert oder die Videos macht, kommentiert und so weiter. Dazu zählt dann erstmal das Aussehen, die Art und Weise, wie sich jemand gibt, wie er spricht, Tonfall. Und so weiter und so fort. So, diese Dinger sind ja wichtig. Wenn die passen, so dass die Leute sagen, so, ach ja, dem kann man ja zuhören. Der ist ja ein angenehmer Kerl so. Und wenn ich dem seine Videos gucke, dann fühle ich mich danach auch irgendwie besser. Oder ja, der hilft mir irgendwie eine schöne Zeit zu haben. Durch seine unaufgeregte, entspannte, überwiegend positiv, weil es ist bei Mirko auf Achse der Fall. Der Mann ist eigentlich zum allergrößten Part positiv von seiner Grundausrichtung her, als Mensch, als Charakter. Bei mir ist es negativ, bei mir ist es Gegenteil. Ich kann auch mal gut drauf sein und so und kann es auch zeigen und so wertschätzen und so weiter, aber überwiegend ist meine psychologische Struktur von ihrer Ausrichtung her eher negativ. Das hat Minuspunkt für mich. Ganz klar. Weil wer guckt schon gern irgendwie Videos, um schlecht drauf zu kommen? Also das macht ja keiner. Sondern die Leute wollen gut drauf kommen, wenn sie was gucken.
Ich wolle begeistert sein und nicht runtergezogen oder was weiß ich was. Nur ich kann es halt leider nicht so steuern, außer ich würde mich komplett verdrehen und verstellen halt. Ja, dann habt ihr halt einen Fake-OC, also einen kompletten Fake. So, hallo ihr Lieben, halli, hallo, hallöchen, na, wie geht's euch? Hier ist voll geil drauf heute. Was geht ab, Leute? Ja, also das kann ich, tue ich mir schwer mit. Ich meine, ich würde dann die meisten Zuschauer würde ich dann verlieren, aber ich würde natürlich dann irgendwann womöglich eher in diese kommerzielle, erfolgreichere Ecke dann natürlich kommen, möglicherweise. Und dann halt eben, ja, da erfolgreich sein als Kanal, ne? Oder erfolgreicher mit dem Fake-Scheiß. Und wenn man es gut macht, da kann man sich ja auch mit dem Fake-Kram lang über Wasser halten. Ist kein Problem. Fällt gar nicht auf. Ah ja. Also diese drei Punkte. Was wird gezeigt, wo wird es gezeigt und wer zeigt es? Dann kommt noch ein Sternchen dazu, also quasi noch ein Bonus. Das ist die technische Umsetzung. Und die hat der Mirko halt auch drauf. Schnitte, Übergänge, Musik, Effekte und so weiter. Dass das halt interessant ist und dynamisch ist. Also du musst dich auch ein bisschen mit Bilddramaturgie so ein bisschen auskennen. Ja, dass du das halt auch steuern kannst. Bei mir ist meistens das Fahrrad vorne dran. Feste Position, fertig. Ja. Ich müsste jetzt noch irgendwie mit einer anderen Cam so mein Gesicht filmen und da rumquatschen. Aber das ist beim Fahrradfahren halt auch schwierig, weil da geht mir noch schneller die Puste aus, als es sowieso schon ausgeht. Also auch blöd, ne? Nicht so einfach. Deswegen ja auch dann sowas wie die Pizza-Review-Videos, um einfach noch einen anderen Turn reinzukriegen. Noch eine ganz andere Sache zu machen. Ich weiß, das beißt sich. Radfahren und Pizza-Videos, das ist dermaßen schräg von der Kombi her. Eigentlich schon wieder völlig blemblem, aber so ist es bei mir halt. Bei mir passt halt irgendwie nichts so richtig. Bei mir ist immer irgendein konträres Chaos drin. Von meinem dauernden Mental-Fracking mal ganz abgesehen. Passt halt nur auch wieder ins Bild rein, ne? Aber wie gesagt, bei mir sind halt dann da eben so eher die Zutaten für, ja, wenig Zuschauer, wenig Abonnenten. Tja, und das, ich meine, das soll jetzt hier kein Mimimi sein, ich weiß, es hört sich immer bei mir an wie Mimimi, aber das sind ja einfach nur mal Fakten, das kann man ja mal auch, Hundi, ja, das kann man ja auch mal, man muss ja so viel Ehrlichkeit auch haben, dass man sich da mal den Spiegel so ein bisschen hinhält und sagt so, warum ist es so, ja, wie es ist. Und dann muss man halt auch mal tiefer gehen, dann tut es auch mal weh. Und dann tut man sich auch mal irgendwie selbst ins Knie, F... Aber das gehört nochmal dazu. Um einfach zu analysieren, warum ist der groß und du klein. Obwohl du auch mal zu Ufern treibst. So. Map. Das sind so Sachen. So. Tja. Gegenverkehr. Da ist noch einer. Ja, ja, schöner Wind. Kannst mir mal gern haben. Ja.
Welli, welli, welli.